Liebe Freunde von leseleben.de und von Lern das Lieblingen. Wer meine Filme kennt, weiß, dass Lupinchen von der Binette Schröder ein Buch ist, mit dem ich sozusagen vor 50 Jahren die Welt der Kinderbücher entdeckt habe. Für mich als Erwachsene. Und jetzt, 50 Jahre später, gibt es wieder ein Buch, wieder im Nord-Süd-Verlag von Binette Schröder. Und es heißt Herr Grau und Frieda Fröhlich. Und das ist ein sehr, sehr eigenwilliges Buch. Denn man sieht schon, Herr Grau ist ein schüchterner, ängstlicher Mensch. Er ist ganz in Grau gekleidet. Frieda Fröhlich ist der Inbegriff an guter Laune und dieses herrliche rosa Kleid. Und das passt einfach gar nicht so richtig zusammen, die beiden. Aber wenn wir hier nochmal gucken, wie das drumherum ist. Übrigens, ich wohne ja hier in der Häuserstraße in Heidelberg. Da gibt es ein Haus, das sieht genauso aus. Das ist so moderne Architektur. Naja, ist jedenfalls sehr schick, dieses Haus. Aber Herr Grau sieht nicht sehr lustig aus. Und Frieda Fröhlich wohnt in einer sehr, also böse Leute würden vielleicht sagen, kitschigen Umgebung. Es ist sowieso alles sehr kitschig bei ihr. Aber Kitsch ist etwas Wunderbares, jedenfalls hier. Und dieses Graue ist etwas sehr, sehr Trauriges. Also Frieda Fröhlich malt wunderbare Bilder, sie ist eine Künstlerin und sie hat einen wunderbaren gelben Vogel und der fliegt dann allerdings eines Tages weg und fliegt zu Herrn Grau. Und macht ihn schier narrisch. Der fühlt sich total gestört. Übrigens, das ist natürlich was ganz Spannendes, weil als Leserin und Leser erkennt man sich ja manchmal selber in solchen Geschichten. Und ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen in Herrn Grau erkannt. Es ist so, manchmal ist man auch schon so ein bisschen, ja, einsam geworden, wenn man älter ist. Ich lebe ja jetzt auch mit meinem Mann in diesen Zeiten, wo man wenig Kontakte hat. Und schon merkt man, dass man plötzlich gestört ist, wenn das Telefon klingelt oder wenn jemand was von einem will. Also so wie dieser Herr Grau. Aber Frieda Fröhlich rettet ihn natürlich aus dieser Einsamkeit. Hier. So kommt sie zu ihm und holt ihn raus und sagt, komm, lass uns die Welt zusammen entdecken. Lass uns die Buntheit und Schönheit der Lebendigkeit der Welt entdecken. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich Zeit geworden, dass wir wieder richtig offen auf alles zugehen. Auch wenn nicht alles möglich ist, das muss gar nicht sein, sondern wir können uns das schaffen, was wir brauchen für uns zu unserer Fröhlichkeit. Tja, da sitzt sie jetzt mit ihrer Teetasse und verführt Herrn Grau zur bunten, fröhlichen Lebendigkeit. Und das hat Binette Schröder jetzt mit ihren weit über 80 Jahren uns angeboten. Sie weiß genau, was sie tut, diese kluge Frau. Also, Frieda Fröhlich, lassen wir uns von ihr verführen mit diesem schönen Bilderbuch, auch wenn es auf den ersten Blick sehr eigenwillig anmutet. Schauen wir genau hin, was da passiert und wo wir wieder borstig sind auf etwas, was wir eigentlich sehr gerne tun.